So, weil jetzt... Oh, wir haben wieder einen Forschungspunkt. Ich hätte nämlich erstmal gerne Laufschuhe, dass meine ganzen Zwerge sich schneller bewegen, bevor sie irgendwas anderes machen. Und da brauche ich dringend mehr Holz. Und natürlich auch ganz dringend mehr Nahrung. Oh, und unser Zwerg ist jetzt wieder happy und unsere Effektivität ist bei Maximum. Okay, unsere Nahrung steigt langsam. Unser Holz steigt auch langsam. Wieder zwei neue Übungspuppen mit dem Holz, das wir haben. So. Ich wollte gerade sagen, die sind fleißig am Trainieren, dann legt er sich auf einmal schlafen. Na toll, was soll ich sagen? Im Augenblick läuft es ein bisschen schlecht nach dem Rückschlag, den wir gerade hatten. Aber hey, wir sind Zwerge, wir lassen uns von sowas nicht unterkriegen. Du levelst auch auf, dann wirst du noch unser dritter Militärzwerg. Wie gesagt, da muss der zweite Forscher erstmal warten, bis wir genügend Ressourcen zusammen haben. Ja, Holzkisten. Das ist auch so eine Sache. Die große Holztruhe zum Beispiel, die ist voll sinnlos. Das habe ich aber schon mal gesagt. Genauso wie die Doppeltruhe. Wenn ich zwei quadratische Truhen baue, habe ich nämlich mehr Lagerkapazität. Laut Anzeige. Außer ich verstehe die Anzeige nie wirklich richtig. Okay, einer ist Level 7. Der andere geht in Richtung 8 zu. Der andere geht in Richtung 6 zu. Du gehst ja in Richtung 8 zu. So, jetzt bist du Level 6. Hast du wieder Hunger? Ja, unsere Arbeiter schlafen, deswegen kriegen wir einfach gerade zur Zeit kaum Nahrung rein. So, du musst Level 5 werden, bevor ich dich upgrade. Und unser Forscher hat Level 8 erreicht. Das ist gut. Jetzt generiert er nämlich 10 Forschungseinheiten, sage ich mal, auf einmal. Ja. Und hier trefft mir teilweise zu selten, finde ich. Jawohl. Meine Arbeitszwerge arbeiten wieder. Ich bin wirklich gerade an einem Hungerminimum. Muss ich ehrlich sagen. Ich bräuchte wirklich demnächst bessere Nahrungspflanzen. Weil alle Nahrungspflanzen hier bringen nur einfach Nahrung. Jawohl, erntet Karotten, erntet Holz, erntet vor allem Karotten, dass wir endlich mehr Nahrung reinkriegen. Das könnte sich nämlich jetzt eine Weile hinziehen. So, du bist jetzt auch kurz vor 7, gut. Und ja, das Problem ist, wir brauchen jetzt gleich nochmal 50 Nahrung, um den Militärzwerg zu machen. Das könnte ein bisschen eng werden. Ich finde es lustig, dass Arbeiterzwerge Gold kosten.
Beim Turmalin der Gelehrten verstehe ich es ja noch einigermaßen. Ja, aber unsere Nahrung, sie steigt ganz langsam an. Habe ich gesagt, und jetzt geht sie wieder runter. Du bist 8, du bist 6. Du bist immer noch 4. Wir brauchen noch mal Trainingspuppen. Noch mindestens einmal. So. Ich trenne mich noch mal von ein bisschen Stein. Och, was war das jetzt? Einfach damit wir genug Gold haben. Für den Augenblick. Ich will auf jeden Fall den noch auf Level 7 haben. Toll, meine Arbeiter schlafen gerade wieder, deswegen steigt die Nahrung wieder nicht. So, ein paar Pilze da platzieren. Dann warten wir, bis der Level 5 erreicht hat. Graden ihn auch ab. Ich habe halt gerade so einen zu geringen Nahrungspuffer und der Rückschlag gerade eben hat das jetzt alles etwas träge gemacht. Jetzt hat der Hunger. Der hat wenigstens jetzt genug Energie, dass der fleißig Karotten sammeln kann. Ich würde ja am liebsten die Holzpflanzen abreißen und dafür Karottenpflanzen bauen. Das Problem ist halt, ich brauche das Holz, um die Karotten nachzusetzen. Wenn ich keine... Wenn sie abgelaufen sind, also wenn sie wieder neu platziert werden müssen. Ja, die machen sich schon mittlerweile langsam gut als Krieger. Oh. Du hast ein Level ab, aber ich kann nicht sehen, wo du gerade bist. So, da bist du. So, Militär, auch wenn uns das noch weniger Ressourcen, noch weniger Nahrung verschafft. Aber hey, es steigt ganz, wirklich ganz langsam. Vielleicht haben wir Glück und die Gegner hier drin haben noch mehr Nahrung. Ich hoffe es mal einfach. Nochmal zwei Orks. Ah, Gott. Nein, muss das denn sein? Aber sie haben wirklich etwas Nahrung. So, ich verkaufe mir erst... Oh, da ist schon viel Gold. Und etwas Marmor. Hm? So, die Frage ist, was mache ich jetzt? Warte ich, bis die Orks sich porten? Was sie ja scheinbar nicht wollen. So, Laufschuhe, damit sind meine Leute schon mal schneller. Oder gebe ich ihnen einfach eine Leiter? So, wenn ich ihnen eine Leiter gebe, kommen sie zwar hoch, aber meine Militärs kommen auch runter. So. Ich hoffe mal, dass das diesmal besser läuft, da meine Zwerge schon mal stärker sind. Ja, das läuft um einiges besser. Auch wenn alle hier weglaufen.
Run away! Oh, einen von denen muss ich wegporten. Dich hier. Dass die anderen mal ihre Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Gut. So, jetzt ist es am besten, wenn du dich mal hinlegst oder so. Und wir hier das, vor allem das Gold ausgraben und den Marmor. Das wollte ich nicht. So, Gold, Marmor. Und ich werde weiter Steintreppen bauen. So, jetzt warte ich auf zweite Luft auf jeden Fall. Dass wir das mal freigeschalten haben. Währenddessen kleide ich hier unten schon mal den Boden mit Turmalin aus. Und die paar Wände kann ich auch schon mal auskleiden. Jedenfalls teilweise. So. Da haben wir noch 50 Turmalin für einen Forscher übrig. Da muss ich gucken. Bist du auf derselben Höhe? Ja, du wärst auf derselben Höhe. Weil ich zum Beispiel mal neugierig wäre, was da drin wäre. Oh Gott, da drunter ist auch noch mehr Marmor. Ah, aber bevor ich da reingrabe, gib mir auch gleich mal hier eine Leiter und am besten hier eine Leiter. So. Der Marmor kommt mir nämlich schon mal ein bisschen zugute. Den könnte ich verkaufen. Theoretisch mir davon Eisen kaufen. Aber nebenbei. Du wirst jetzt zum Speerwerfer. Ohne Widerrede. Speerwerfer. Gut. Dann neue Übungspuppen. Und wir haben nicht genug Holz für Übungspuppen. Wir können noch leider keine Nahrung kaufen. So, dafür haben wir jetzt schon mal genug Gold. Und ja, an den Marmor würde ich auch gern mal rankommen noch. Und der Raum hier sieht doch etwas größer aus, als ich dachte. So, zweite Luft und dann Treffsicherheit. Was kommt da als nächstes? Wahrscheinlich Handwerksverbesserung und dann weichere Betten auf jeden Fall. Da ist Eisen. Ah, sehr gut. Platzieren wir mal wie immer gleich die zusätzlichen Treppen. Das finde ich gut, dass man das so machen kann. Jedenfalls teilweise. So wie hier zum Beispiel schon mal für das Eisen dann hier unten eine Treppe platzieren, eine Leiter platzieren kann, meine ich. So, Forscher forscht. Nahrung ist immer noch recht knapp. Deswegen hoffe ich mal, dass ich die Arbeitergeschwindigkeit bald mal verbessern kann. Um hoffentlich mit der Arbeitergeschwindigkeit dann an die besseren Pflanzen zu kommen.
Ah, das war nur ein Level-Up bei dir. Du bist schon Level 9. Gut. Ah, du trainierst jetzt. Das ist gut.